Und Leute, Time is here. Wir reagieren auf das letzte Statement von Haptic Rush zu den Gamer Brother Bot Vorwürfen. Ich bin sehr gespannt. Ihr habt darauf reagiert. Ich wurde sofort auf Instagram gebottet. Ich habe jetzt nicht 3 Millionen durchschnittliche Interaktionen mit verschiedenen Konten, die auf meinem Profil sind oder auf meinen Bildern oder auf meinen Reels, sondern 30 Millionen. Und die kommen, wo kommen die her? Ah, Storyviews sogar. Ich habe 30 Millionen Storyviews. Wow. Top-Länder? Deutschland. Okay. Tja, da wurde ich gebottet einfach. Aus Deutschland sogar? Ist das teuer? Wer war das? Krass, das kann ich mich bei all den Agenturen melden. Ich bin Trimax. Ich hab 30 Millionen Storyviews auf einer Story. Wie hat's dir geschadet? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber wieso? Das schadet mir nicht. Ich poste doch eh nur jeden Tag eine Story vom Greenscreen, was ich heute im Stream mache, dass wir League of Legends spielen und Minecraft. Keine Ahnung, was das gebracht hat. Plus 4000% Klicksanstiege, heftig. Wir gehen rein. Also von beiden vorher bisher habt ihr ganz komische Sachen mit Erreichbarkeit und die ganzen Stuff. Ich habe auch auf Twitter was mitbekommen. Das war komisch. Ich fand aber auch, auch wenn Gamer Brother bei sau vielen Sachen in seinem Statement recht gehabt hat, ich habe gesehen eure Kommentare, da waren viele sauer. Ich fand das Statement schlecht. So, klar muss er erst mal, ist es gebottet, man weiß nicht, dass er es ist, aber da wurde sehr viel in alle möglichen Richtungen ausgeschweift und da kam es nicht zum Punkt, zu dem, was wir hören wollen. Kann ich aber auch verstehen. Seine Familie saß unten im Wohnzimmer irgendwie oder hat geheult, die alle wurden geswattet und sein Elternhaus auch und der ganze Scheiß. Aber wenn du so komplett emotional bist, würde ich auch nicht unbedingt ein Statement aufnehmen. Das hat dazu geführt, dass das Statement nicht gut war. Aber ich habe auch, er war richtig sauer im Statement. Deswegen hat er auch viele Sachen gesagt. Es geht hier um 400.000 gekaufte Klicks und er hat seine gesamte Karriere dafür reingerufen. Also so, ne, so. Das hat ja gar keiner gesagt. Überhaupt keiner. Und dann hat er auch auf Twitch gezeigt, dass das nicht gebottet ist. Hat ja auch keiner gesagt. Ja, ich glaube, in der Kommunikation wurde so schon sehr viel aneinander vorbeigeredet am Anfang. Kommen beide nicht gut weg. Jetzt bin ich hier gespannt. Das zweite Video von Haptic war aber nicht gut, wo einfach Mutmaßung macht oder sonst was. Auf Twitter haben die geschrieben, ja. Gucken wir uns gleich an. Entschuldigen. Und zwar für mein letztes Video. Also das, was ich vorproduziert habe, ohne mir das Statement von Broski anzuhören. Es kam sehr arrogant rüber und war es auch. Ich kann es mir auch sehr, sehr schwer jetzt noch selbst angucken. Es war einfach eine Rumatra war da auch richtig geladen, ja, das stimmt. Respektlosigkeit. Ich hätte den Mindestrespekt aufbringen sollen, mir erstmal sein 30-Minuten-Statement aufmerksam anzuschauen und dann, wenn nötig, darauf nochmal zu reagieren. Ihn nicht erst anzuhören, sondern schon vorzuproduzieren, war ganz großer Quatsch. Und das ist halt das Ding, diese Beefs bringen Menschen die schlechtesten Seiten hervor, sowohl in ihm als auch in mir. Ich kenne mich nicht so, ich finde das Video sehr eklig. Alle haben Rumatra-Gate in die Kommis, ja, das stimmt. Danach ist auch die Klappe zu. Schau mal, was sind denn Beefs? So, seine Community wird zu ihm halten, meine zu mir. Dann gibt es noch einen großen Teil, der sich gar nicht äußert und einfach nur unterhalten fühlt von einem Beef. Deshalb will ich das auch nicht groß aufrollen. Ich hoffe, das Ding ist damit auch durch. Hier kommt das eigentliche Statement, meine eigentliche Antwort zu Broski, die er eigentlich verdient hat. Das Zwischenvideo war großer Quatsch. Ich entschuldige mich nochmal. Ich würde es auch am liebsten einfach löschen, aber nicht, bevor ich es euch in diesem Video gesagt habe. Und deshalb, Broski, möchte ich dir erstmal sagen, ich fand das schade, dass es auf eine persönliche Ebene gegangen ist. Du hast mich persönlich beschimpft. Du hast gesagt, ich bin der ekligste Mensch, den du jemals getroffen hast. Du hast dich über meinen Schnittstil lustig gemacht. Du hast dich über die Kameraposition sogar lustig gemacht. Deine gesamte Gestik, Mimik und Ausdrucksweise ist sehr, sehr herabwertend. Sätze wie, bevor ich dich komplett auseinandernehme. Ich fand es unangenehm anzuschauen und ich denke mir auch, komm schon, das ist nicht unser Niveau. So, wir hätten das Niveau nicht so fallen lassen müssen. Und jetzt zur Hauptaussage meines Videos, die ich über dich getroffen habe. Die Hauptaussage war ganz spezifisch, nämlich, dass bei ganz bestimmten Videos zu einer ganz bestimmten Zeit auf einem ganz bestimmten Kanal gekaufte Klicks vorliegen. Das war das Einzige, was dich in dem Video betroffen hat. Und das, muss man jetzt ganz klar sagen und feststellen, hast du ja in deinem Video gezeigt, ist wahr. Meine Hauptaussage und einzige Aussage über dich ist wahr. Auf den Videos. Egal, was in diesem Statement vorkommt, am Ende bin ich über dieses Beef sauer. Ich bin mit beiden sehr cool, ich mag beide sehr gerne. Es wurden Bots gekauft, viele Bots-Klicks, was waren das, 500.000 oder sowas? Haptic sagt, es ist gut für den Algorithmus. Man hat gesehen, die Kurve flacht ab, dann kamen die gekauften Bots, dann ging die Kurve ab. So, das haben wir gesehen. Gamer Brother sagt, es ist schlecht, der Algorithmus sieht, du hast gekaufte Klicks und danach kackt die Kurve komplett ab und das Video ist tot. Stimmt auch nicht. Entweder kannst du dich mit gekauften Bots ultra boosten und den Algorithmus damit pushen, oder du kannst es als Waffe einsetzen und deinen YouTube-Kanal richtig mit schaden, wenn du jemanden Bots kaufst. Beides scheiße. Deswegen ist meine Theorie, egal was bei YouTube in den AGBs steht oder was der offizielle Pressesprecher mitteilt,
dass es komplett raus ist. Ich sag, der YouTube-Algorithmus, das ist eine Vermutung, der YouTube-Algorithmus ist smart genug zu erkennen, das ist ein deutscher Kanal, auf einmal kommen 80.000 indische Klicks dazu, die alle 20 Sekunden das Video schauen und dann komplett verschwinden, dass der Algorithmus das checkt. So. Und was jetzt die Bots bringen, werden wir nie erfahren, ob es hilft oder ob es schädigt. Und da ist Aussage gegen Aussage. Und deswegen wird das Ergebnis des Beefs sehr nervig sein. Genau die Videos, die ich gezeigt habe, liegen gekaufte Klicks vor. Das, was mich hier am meisten gestört hat und was der größte Punkt in meinem Video war, war gar nicht, dass dort gekaufte Klicks vorliegen. Das war nicht der größte Punkt. Der größte Punkt war, dass der Manager sich sehr komisch verhalten hat und komische Aussagen getroffen hat, wie zum Beispiel, dass gebottete Klicks dem Kanal schaden und man es deshalb nicht öffentlich kommuniziert hat, dass man gebottet wurde. Und ich sage halt, Botting beeinflusst nicht den Algorithmus. Daraufhin hast du in deinem Video als Beweis ein Q&A eines Blogposts auf YouTube angebracht, wo der Unterschied zwischen relativer und absoluter Watchtime gezeigt wird. Das Problem ist, dein Beweis, dass quasi dein Manager recht hatte, ist wirklich kein Beweis. Und ich meine es jetzt nicht vorwurfsvoll. Bitte hör du mir und hört ihr mir alle zu. Im selben Blogpost hätte man hochscrollen sollen zu der Hauptaussage dieses großen Punktes und hätte dann gesehen, dass es um Videos geht, wo Menschen raufklicken, wenn sie es auf YouTube empfohlen bekommen. Das heißt, dass Watchtime, einer von vielen Faktoren, entscheidet, ob ein Video interessant ist oder nicht, stimmt. Aber YouTube... Ja, Haptic sagt, Botting hilft den Videos und Gamer Brother sagt, Botting schadet den Videos. Empfiehlt zum Beispiel dein Video, jemand klickt auf der YouTube-Seite auf das empfohlene Video und dann wird sein Verhalten gemessen und... Haptic hat doch genauso wenig gehört, er glaubt sie komischerweise alles. Ich habe das nie geglaubt. Ich weiß nur, dass seine Videos gebottet sind. Zu einem guten Timing, was gut für die Videos war. Ich glaube auf gar keinen Fall, dass Gamer Brothers das selber war. Wenn, war es eventuell sein Management, ohne dass er davon weiß, glaube ich aber auch nicht, oder irgendjemand. So, also wenn ich jetzt auf einmal gebottet werden würde, würde ich auch fragen, Digga, wo kommt's auf einmal her? Keine Ahnung, League of Legends Klicks pro Video sind jetzt anstatt, was ich sonst mache, nicht 180.000 Klicks, sondern nur 50.000 Klicks. Könntest du jetzt auch jemand aus meinem Management denken, okay, das boostet immer ein bisschen hoch, zack, 100.000 Klicks auf jedem Video dazu und auf einmal bin ich gebottet. Kann ja alles sein, das ist ja dann trotzdem nicht seine Schuld, wenn das irgendjemand darauf hauen würde. Schwierig war jetzt nur Aussage, hilft es dem Video oder schadet es dem Video? Und das wissen wir halt nicht. Dann wird daraufhin basierend festgemacht, ob ein Video interessant ist oder nicht. Botklicks gehen nicht über empfohlene Videos. Bots gehen über eine externe Website, wo der Videolink eingebettet ist, klicken dann auf das Video. Das ist für die Algorithmusentscheidung komplett irrelevant. Und das habe ich im letzten Video gesagt. Stellt euch mal vor, das würde wirklich den Algorithmus beeinflussen und das wird wirklich so gemessen wie ein echter Klick über eine Empfehlung. Jeder würde jeden Kanal botten und jeder würde sich gegenseitig zerreißen und wir hätten einen Krieg von Viewbots, weil das jeden Kanal auseinandernehmen würde. Das macht doch gar keinen Sinn. Also macht es auch Sinn, wie es YouTube geregelt hat. Wenn jemand über eine externe Quelle kommt, dann sollte es den Algorithmus weder positiv noch negativ beeinflussen. Und das sagt YouTube auch ganz klar. Das Einzige, was darüber entscheidet, ist das Verhalten der Menschen, die über empfohlene Videos auf ein Video kommen. Also das, was du da gezeigt hast, ist komplett kontextlos und unterstützt eher meine Aussage. Und das will ich nicht vorwurfsvoll sagen, sondern wirklich, weil es einfach Sinn macht. Wir hätten eine Vollkatastrophe auf YouTube, wenn es anders wäre. Jetzt zu Falschaussagen, die du in deinem Statement gesagt hast und wo ich mir wirklich gewünscht hätte, dass du mein Video aufmerksam schaust. Ich weiß nicht, ob du es bewusst oder unbewusst gemacht hast. Ich glaube einfach, 17 Minuten ist auch sehr lang, dass du einiges einfach überhört hast. Du sagst zum Beispiel an einer Stelle, dass ich dir vorgeworfen hätte, dass gekaufte Klicks auf Videos vorliegen, die Placements haben. Das habe ich an keiner Stelle gesagt. Geht nochmal aufs erste Video, sucht euch die Stelle raus. Sie existiert nicht. Ich habe ganz spezifisch gesagt, dass bei den Teasys auf dem Kanal Teasy 2 zur EM-Zeit auf bestimmte Videos ebenfalls gekaufte Klicks vorliegen, wo auch Placements drin waren. Zu dir habe ich überhaupt nichts in die Richtung gesagt, gar nichts. Aber du behauptest es einfach in deinem Video. Ich habe es nicht gesagt. Dann wirfst du mir vor, ich hätte gesagt, dass deine ganze Karriere irgendwie darauf basiert, dass irgendwie so viel gebottet wurde. Aber das habe ich auch an keiner Stelle gesagt. Ganz im Gegenteil. Ich habe mich auf einen Kanal fokussiert, in einer ganz bestimmten Zeit und ganz bestimmten Videos. Und das hat sich als wahr herausgestellt. Ich habe weder dich als Person noch dein... Ja, Haptic hat auch richtig viel verkackt. Ich habe gesehen, du warst im Urlaub im Stream eine halbe Stunde am Handy, wieso hast du nicht geantwortet? Dann gib mir deine Zugangsdaten oder so. Also ich würde ja niemals jemandem meine Zugangsdaten geben. Da waren sehr, sehr, sehr viele komische Sachen. Und dann das Prediction-Video, das war auch nichts.
Hauptkanal, noch einen deiner anderen Kanäle, noch deine Shows, noch deine Streams, noch deine Produktion. Ich habe nichts davon angegriffen. Ich weiß nicht, warum du das vorwirfst. Ich fand es sehr schade, vor allem mit dieser herablassenden Art in Kombination sehr schwer anzuschauen. Dann stört mich, dass du das mit dem Management immer so oft angesprochen hast, als würde ich so prahlen, dass ich ein Management gegründet habe. Da war so eine Aussage wie, er würde auch nicht müde, das zu betonen. Props gehen auf jeden Fall raus, du heftiger CEO. Sehr herablassend wieder. Und das ist das Problem. Ich habe das wirklich bis heute nie erwähnt. Findet mir ein Video auf den fast 700 Videos auf diesem Kanal, wo ich das sage. Findet mir ein Video. Ich habe das nie gesagt. Warum auch? Ich habe es nie in der Twitter-Bio gehabt. Ich würde jetzt so gerne wissen, wer die gekauft hat. War es mit einem Zuschauer, der da Stunk machen möchte? War es ein Insider-Jobs? War es das Management? Was ist da los? War es Haptik selber, um das Video jetzt zu machen? Ist es wieder ein Experiment von Marvin Wildtage oder so? Ich hab's auch nie in der Insta-Bio gehabt. Übrigens im Gegensatz zu Broski, der in seiner Insta-Bio hat, dass er Gründer ist. Ich habe das nie erwähnt. Ihr werdet es nicht finden. In seinem Video wirkt es aber so, als wäre das so mein... Das war der Kollege mit der 2,50€-Dono. Danach hat er für 2,50€ noch Bots gekauft. Meine Identität. Und ich würde links und rechts die ganze Zeit sagen, ich habe das nie erwähnt, sondern das erste Mal genau in diesem Video, weil ich damit nur zeigen wollte, es hat ja einen Grund, nur zeigen wollte, dass ich nicht nur als Creator, sondern auch als Agenturgründer ein Interesse daran habe, dass das Thema Viewbotting bekämpft wird. Das war der einzige Grund. Dann fand ich sehr schade, dass er das so framed im Sinne von, ja, so hat er auch im Nachhinein, als er mit Tone gesprochen hat, gesagt, ja, richtige Männer klären das außerhalb des Internets und er wollte ja privat nie mit mir reden. Als Beweis dafür nimmt er, dass er in einem WhatsApp-Chat geschrieben hat, er möchte mich kontaktieren. Aber das Ding ist, Leute... Wie dass sie vorher privat geklärt haben? Ja, ich hätte das auch, ich hätte das, an heftig Stelle hätte das Video auch nie so schnell gemacht. Also, der hat ja jetzt irgendwie gefunden, hier wird gebottet und dann war es gefühlt so, jetzt muss er sofort antworten oder ich mache ein Video. Das habe ich auch gar nicht gefühlt. Also, da kannst du auch nochmal gefühlt einen Monat vergehen lassen. Und wenn es dann nicht zum Gespräch kommt, dann kannst du wieder drüber machen. Aber ich habe gesehen, du hast im Urlaub, warst eine halbe Stunde am Handy. Irgendwie, also im Stream, also das ist ja auch Quatsch. Dann dieses mit dem Management hin und her, das ist auch komisch. Da wurde auch wieder aneinander vorbeigeredet. Es hätte dazu nicht kommen müssen. Genau das habe ich in meinem Video erzählt. Ich habe in meinem Video erzählt, dass er mich kontaktieren wollte. Habe ich erzählt. Er hat es nicht gehört oder bewusst überhört. Ich weiß es nicht. Ich rede an der Stelle 3 Minuten 46 bis ungefähr 4 Minuten 10 darüber, dass er mich kontaktiert hat. Ich es in dem Augenblick nicht wollte, weil ich nur quasi diese zwei Grafen wollte. Was er aber... Es waren einfach 400.000 echte Inder, die random irgendwen trollen wollen. Das ist halt krass. Das wäre krass. Wenn sich da 400.000 Inder... YouTube-Account machen, alle gucken 20 Sekunden gleichzeitig die EM-Vlogs und locken sich dann wieder aus und kommen nie wieder. Nur um auf der anderen Seite auf der Welt so ein Beef auszulösen. Das wäre krass. Weglässt, und das habe ich im Video erzählt, ist, dass ich kurz darauf doch gesagt habe und auf ihn zugekommen bin und gesagt habe, ich würde gerne wissen, was er zu sagen hat und möchte, dass er mich kontaktiert und er hat es nicht gemacht. Und als Kirsche auf der Torte nimmt er einfach ein fast 3 Jahre altes Video kontextlos, was mit was ganz anderem zu tun hat, fügt es ein und unterstützt ja seine Falschbehauptung noch mit Meinst du, Inder kaufen deutsche Views? Ja, hundertprozentig. Irgendeinem kontextlosen Ding aus der Vergangenheit. Das war wirklich Bildniveau. Ich war geschockt. Er hat sich irgendeine Argumentation zusammengeschustert, obwohl ja ganz klar ist, dass ich ihn kontaktieren wollte und dass ich auch erzählt habe, dass ich es erst nicht wollte. Ich habe es erzählt. Er tut so, als hätte ich es nicht erzählt. Dann erzählt er, dass er mir ein Video geschickt hat und tut so, als hätte ich das wieder nicht erzählt. Aber das habe ich bei 3 Minuten 8 in meinem ersten Video. Da habe ich erzählt, er hat mir ein 3-Minuten-Video geschickt. Das habe ich mehrmals in meinem Video erwähnt. Ich sage aber auch, dass dieses Video nicht dieses eine spezielle Video vom Tweet zeigt. Und es deshalb für mich nicht wirklich sinnvoll war. Ich weiß nicht, warum er das wieder erwähnt, als hätte ich nicht drüber gesprochen. Am Ende haben doch beide nur mehr Aufmerksamkeit bekommen vor FIFA und vor Call of Duty Release. Stimmt. Ich habe in meinem Video ziemlich sogar am Anfang drüber gesprochen. Dann nimmt er nur einen einzigen Bezug aufs Management, obwohl das eigentlich der größte Teil meines Videos war. Er sagt, dass das Management mich kontaktiert hat und nimmt dann als Ausschnitt einen Text, einen ganz, ganz kleinen Text von einer einzigen Nachricht. Aber ich habe in meinem Video doch gezeigt, dass wir tagelang geschrieben haben. Ich verstehe den Punkt in seinem Video überhaupt nicht. Ich habe mit seinem Management den heftigsten Austausch gehabt von allen beteiligten Personen. Dann zeigt er als Beweis, dass sie ja mit uns reden wollten, eine Audio. Und das Lustige ist, genau diese Audio habe ich in meinem Video exakt Wort für Wort zitiert und vorgelesen. Also er zeigt sie wieder wie was Neues und als ein Beweis. Aber ich habe das doch in meinem Video gezeigt. Genau dieselbe Audio, konnte ich natürlich nicht zeigen, weil ich seine Stimme nicht zeigen konnte, habe ich 1:1 Wort für Wort zitatgenau vorgelesen. Ich verstehe nicht, wo da ein Argument sein soll. Und das ist so das Letzte, was ich hier sagen möchte. Ich wirklich, Broski, nimm dir das zu Herzen, wie dein Management bzw. dieser eine Manager agiert hat.
ist wirklich nicht gut gewesen. Und ich kann es nur wiederholen, es war ein konstantes Ausweichen. So. Er hätte doch am Ende des Tages einfach sagen können, wenn es wirklich so ist, Jam hier, die zwei, er wusste ja nicht, dass ich die Kurven habe. Das ist das Ding. Er wusste es nicht und wollte sie mir deshalb wahrscheinlich auch nicht zeigen. Er hätte einfach diese zwei Kurven aus dem Tweet zeigen können. Muss er nicht. Ist auch... Ich verstehe auch, wenn Leute sagen, ja, warum sollte er? Du fragst danach, aber niemand muss irgendwas beweisen. Da habt ihr recht, aber dann hätte der Manager gar nicht mit mir schreiben sollen. Aber er hat sich ja bewusst dazu entschieden, mit mir zu schreiben und zu kommunizieren. Und dann eben nicht einfach die zwei Kurven zu schicken und zu sagen, hör zu, hier sind die zwei Kurven, du hast recht, da liegen gekaufte Klicks vor, aber wir sind es nicht, wir sind mit YouTube im Austausch aus dem und dem und dem Grund. Alles wäre anders gelaufen. Aber dass er über Tage eben das verweigert hat, hat es so komisch für mich gemacht. Und das ist die Essenz des ganzen Videos. Und im Zuge des Videos sind so viele Leute aus der Industrie und auch große Streamer und Creator auf mich zugekommen, haben mich angerufen, haben mir geschrieben, was so Viewbotting-mäßig in Deutschland, auch in der Welt abgeht und wie groß das Thema ist. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Was ich aber mache ist, ich konzentriere mich weiter auf meine Videos. Ich scheiß drauf. Ich habe es versucht. Ich habe versucht, meinen Beitrag zu leisten. Es hat mir mehr Kopfschmerzen gemacht, als es irgendwie was für die Community gebracht hat. Ich meine, da kommen so Sachen wie, dass Menschen denken, ich hätte in meinem letzten Video mich umgezogen und es gar nicht vorproduziert. Dabei habe ich einfach nur einen Ausschnitt aus meinem ersten Video in das Video eingefügt. Man sieht sogar noch das Overlay von YouTube. Ich kann das nicht. Ich soll einfach dabei bleiben, mich auf meinen Shit zu fokussieren. Das habe ich jahrelang gemacht. Ich hatte in 12 Jahren YouTube einen Beef 2016 aus einem ganz anderen Grund. Einen einzigen in 12 Jahren und das war jetzt das zweite Mal und es ist besser, wenn ich mich einfach weiter auf mich konzentriere. Ja, das war mein Standpunkt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Die Kommentare sind hier aber viel wichtiger. Dann im nächsten Video wieder Gaming. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Haut rein. So, jetzt gab es noch einen Tweet von beiden. Den würde ich... Ach, kacke. Kann ich den öffnen, ohne mich anzumelden? Mist, scheiße. Da bin ich nicht. Aber auf dem Handy. Ich lese euch das einfach vor. Heptic hatte was gemacht hier. Letztes Video, damit das Ding zu Ende. Das Video haben wir geschaut. Gamer Brother Antwort. Dass du dich für dein letztes Video entschuldigst, finde ich gut. Von mir aus können wir das auch sehr gerne jetzt das Thema zumachen. Mich belastet es seit Tagen mental komplett und ich würde gerne einfach abschließen. Zu den Punkten, um das Buch dann zuzumachen. Ich bin persönlich geworden. Ja, ich bin das, würde ich jederzeit wieder tun, wenn mir jemand von der Seite an den Karren pissen möchte. Du kannst keinen Respekt von mir einfordern, wenn du mir keine Zeit diesen selber entgegenbringen konntest. Zunächst einmal fängt dein Video... Wow, wie groß ist der Text? Ach du Scheiße! Nee! Zurückrudern, das sind 2000 Wörter. Seit wann geht das auf Twitter? What the fuck? Warum ich mich abfällig über dein Cyberdime-Dasein geäußert habe? Mein Manager hat sich komisch verhalten. Da muss ich nach wie vor widersprechen. Mein Manager hat erst als erster Amtstante und deinem Manager telefonisch in Beisein der Teasys und mir direkt eingeräumt, dass jene Klicks vorliegen. Gekaufte Klicks schaden den Algorithmus, bleibe ich bei meinem Punkt. Mein YouTube-Mitarbeiter sagt, dass Videos mit schlechter Viewtime Bots für den Algorithmus nicht gut sind. In deinem neuesten Video ist auch ein kleiner Logikfehler. Natürlich gehen Bot-Klicks nicht über Empfehlungen, sie haben aber Auswirkungen auf zukünftige Empfehlungen, dadurch, dass sie dem Algo schlechte Viewtime bringen. Okay, da ist immer noch... Das habe ich gesagt, deswegen ist der Beef doof. Schaden sie dem Video? Sind sie gut für dem Video? Oder ist es komplett neutral? Wir werden es nie wissen. Ja, okay. Heptic dann nochmal als Antwort. Alles gut. Können wir nochmal privat klären. Okay. Also. Das Ding ist durch. War unnötig auf jeden Fall. Man hätte es noch mehr klären können und recherchieren können, bevor man ein Video macht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das Endergebnis von Beef ist auch nicht gut. Gamers Brother Statement, komplett emotional geladen wie Sau, war auch nicht geil. Und dann wurde ganz viel vom Thema abgeschweift, habe ich ja vorhin schon gesagt. Das war auch nervig. Das war nicht gut. Dann hat Heptic ein komplett respektloses Video hochgeladen, hat er auch für entschuldigt wieder. Das war nichts, wo er Sachen predikten wollte. Das war einfach herablassend. Ja, was ist jetzt? Sehr unbefriedigend, beide haben verloren. Ja. Es gibt jetzt auf jeden Fall Leute, die Heptic richtig scheiße finden. Und es gibt Leute, die werden für immer sagen, Gamer Brother hat Klicks gekauft. Die bleiben ja hängen. Das ist ja erstmal viel mehr, das Initialvideo macht ja immer viel mehr Reichweite als danach die Statements, die da kommen. Beide haben aber mehr Reichweite bekommen vor Call of Duty Release und vor FIFA Release. Und ich habe jetzt 30 Millionen gebottete Story-Views auf Instagram. Das war's. Die Frage ist, schaden die gekauften Klicks ja oder nein? Oder sind sie sogar gut fürs Video? Und ganz am Ende, wer hat die jetzt gekauft? War es ein random Zuschauer, der trollt? War es das Management? War es Heptic selber? Krass. War ich es? Oder waren es einfach wirklich 400.000 Inder, die alle 20 Sekunden das Video geschaut haben aus dem Nichts? Gleichzeitig. Aber wir werden das alles nie erfahren. Und damit ist das Thema durch. Meinung schreibt ihr euch gerne in die Kommentare. Tschüss.